Hallo, Hallöchen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Eventuell fällt euch schon etwas auf. Ich filme mit einer anderen Kamera. Das Hermes-Chaos hat endlich ein Ende. Seit gestern. Im letzten Vlog habe ich noch meinem Frust freien Lauf gelassen und euch noch erzählt, was Sache ist. Und einen Tag später, vielleicht hat das Meckern ja auch was genützt, einen Tag später hatte ich meine Kamera. Jakob konnte es in einem Paketshop hier in der Nähe abholen. Es ist alles gut gelaufen. Ich habe die Kamera jetzt und bin sehr, sehr happy. Ich habe nicht viel Ahnung von Technik, Kameras und sonstigem Gedöns. Aber da die Legria ja kaputt war, beziehungsweise ich habe euch ja erzählt, man konnte den Bildschirm eigentlich immer hochklappen, damit man sich selber sieht. Genauso wie bei dieser Kamera, da kann man den Bildschirm auch hochklappen. Aber ich weiß nicht warum, bei der Legria war das kaputt und das hat das Vloggen so ein kleines bisschen erschwert. An sich funktioniert die Kamera noch, nur mit dem Bildschirm ist es halt ein bisschen blöd, muss ich sagen. Und dann dachte ich mir, ich schau mal und dann habe ich diese Kamera gefunden, habe dann ein super Angebot bekommen. Und ja gut, durch das Hermes-Chaos habe ich dann auch nochmal ein bisschen Rabatt jetzt bekommen auf Kulanz, was natürlich auch nochmal gut ist. Und das Einzige, was halt an dieser Kamera anders ist, die hat erstens eine bessere Qualität. Ich hoffe, das sieht man in den Videos auch. Also ich sehe es natürlich an den Einstellungen und wenn ich jetzt so näher rangehe und so, dass man das alles ein bisschen schärfer sieht. Und ja, die hat halt keinen Weitwinkel mehr. Normalerweise mag ich den Weitwinkel sehr, sehr gerne. Und das war auch immer zum Vloggen sehr, sehr cool. Vielleicht sage ich auch irgendwann, dass der Weitwinkel mir zu sehr fehlt und ich entscheide mich dann doch nochmal um oder nochmal für eine andere Kamera. Aber ich finde die hier auf jeden Fall sehr, sehr schön und bin mal gespannt, wenn ich das erste Video, also das hier, was ich gerade damit anfange zu drehen, ja, wenn ich das anfange zu schneiden, wie das dann ist. Ich freue mich. Ich hoffe natürlich, dass das alles so klappt und funktioniert, wie ich mir das hoffe. Ihr seht, ich bin sehr, sehr happy. Mal gucken, wie das ist, so ohne Weitwinkel zu vloggen. Weil man hat natürlich beim Vloggen immer dann so einen Rundumblick. Man kann alles sehen und so weiter. Aber ja, ich denke, das kriegen wir so auch sehr, sehr gut hin. Wir haben kurz vor 9 um 8 Uhr hat wie immer der Wecker geklingelt. Dann sind wir noch ein bisschen im Bett liegen geblieben, sind gerade eben aufgestanden. Ich habe gerade schon eine Maschine Wäsche gewaschen. Ja, Waschmaschine, ich bin ja schon da. Meine Güte, nee. So, dann hole ich das raus. Das kann dann jetzt gleich direkt runter zu meiner Oma. Aber die kommt sowieso gleich hoch. Und ja, dann nimmt die Wäsche schon mal mit. Dann bin ich mal gespannt, wie unser erster Vlog mit der neuen Kamera wird. Wie gesagt, ich freue mich sehr und ich denke, das sieht man auch. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Ich habe jetzt gerade eine zweite Maschine Wäsche aufgesetzt. Und jetzt wird erstmal hier ein bisschen gelüftet. Boah, diese Balkontür ist eine Katastrophe, ne? Bis man die aufhat. Ich muss hier auf jeden Fall gleich aufräumen, weil hier steht noch so ein bisschen was von gestern Abend und da hinten auch. Und dann werde ich jetzt gleich mal unseren Roland hier laufen lassen. Wir haben ja seit, ja, 2, 3 Wochen diesen Staubsaugroboter. Den habe ich von Kai wohl netterweise zugeschickt bekommen zum Testen. Und ja, wir haben jetzt hier so einen Platz für ihn gefunden. Und den lasse ich jetzt gleich mal laufen. Der kann staubsaugen und der kann auch wischen. Und der hat auch sogar verschiedene Einstellungen. Also ob er halt stark saugen soll, nur ein bisschen. Und das kann man halt alles über eine App am Handy einstellen. Man hat auch noch eine Fernbedienung dazu. Also ist auf jeden Fall sehr cool. Und ich muss sagen, sieht auch sehr, sehr stylisch aus. So in schwarz und dunkelblau. Jetzt steht er gerade an seiner Station. Er ist vollgeladen. Und ja, ich räume jetzt gleich hier auf. Und dann kommt unser Roland zum Einsatz. Übrigens, der Name, den ja, hat Jakob ausgesucht. Er wollte unbedingt, dass der kleine Mann Roland heißt. Bye.
So, ich habe jetzt soweit schon mal alles ein bisschen aufgeräumt, außer das Sofa, das mache ich halt gleich zum Schluss. Den Tisch haben wir hochgesetzt und den Teppich hat Jakob gerade ausgeschlagen, damit Roland auch alle Krümel hier schön einsaugen kann. Ich weiß gar nicht, ob man sieht. Ich habe jetzt hier auf meinem Handy die App von Kaiwohl, damit kann ich den steuern. Wir haben den auch schon hier eingestellt und dann gehe ich auf Roland. Dann sieht man hier oben, wie viel Batteriestatus er hat, also er ist voll. Und man kann ihn dann auch steuern, dass er zum Beispiel im Spot laufen soll. Das bedeutet, der dreht halt so Kreise. Dann, wenn man auf Aufladen geht, dann fährt er halt wieder zurück zu seinem Zuhause, also zu seiner Station. Und man kann hier auch Termine eintragen, wann er saugen soll. Und die Saugkraft, die kann man einstellen, also Ebene 1, 2 und 3. Wir haben es auf 2, das klappt ganz gut. Und dann kann man halt auf Reinigen und dann legt er los. Und das wollte ich euch jetzt dann mal zeigen. So, und jetzt fährt er halt los und fängt an zu saugen. Voll cool. Der sucht sich halt seinen Weg immer selber. Meistens fährt er halt hin und her, sodass der dann überall seine Runden praktisch drehen kann. Die Wischfunktion, die haben wir noch nicht ausprobiert. Die wollte ich in den nächsten Tagen mal testen. Aber ich lasse ihn auf jeden Fall jetzt erstmal saugen. Und wie ihr seht, der sieht auch ganz oft, wo irgendwelche Hindernisse sind. Zum Beispiel wie jetzt unsere Kommode. Und dann stoppt er vorher. Und dann wird langsamer und dockt dann so ein bisschen da an. Und der dreht sich dann auch wieder. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Teil. Und das erleichtert auf jeden Fall den Alltag, wenn man dann mal keine Zeit hat zum Saugen oder zum Saubermachen halt, dann ist es auf jeden Fall eine echt coole Sache. So, unser kleiner Roland hat fertig gesaugt. Man sieht jetzt so eigentlich ganz gut am Boden, dass hier keine Krümel mehr liegen und dass er die alle sehr gut aufgesaugt hat. Und das ist die Fernbedienung, die dazu gehört. Und damit kann man den halt steuern, kann ich euch auch nochmal zeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, er soll rückwärts fahren, fährt er rückwärts oder dann zur Seite. Also das kann ich alles mit der Fernbedienung machen. Jetzt bin ich in der App, da sieht man wieder, dass er das ganze Wohnzimmer gereinigt hat. Und wenn ich jetzt hier auf Aufladen drücke, fährt er halt wieder zu seiner Station. Man sieht auch sofort, dass oben die Lämpchen, die er drauf hat, orange leuchten. Das bedeutet, dass er halt jetzt zum Aufladen fährt. Und wenn er zum Aufladen fährt, dann ist er auch immer ein bisschen langsam, weil er sucht natürlich dann von seiner Station das Signal. Und er ist auf jeden Fall schon mal in der richtigen Richtung, würde ich mal so sagen. Und dann sieht man dann gleich, dass er angedockt hat. Und jetzt ist er wieder zu Hause. Also wir sind von unserem Roland auf jeden Fall sehr begeistert. Er macht das, was er soll und wir haben keine Probleme. Und ist halt ganz cool, dass man währenddessen noch was anderes machen kann, während der hier saugt oder putzt. Wie gesagt, das Putzen wollte ich auch die nächsten Tage nochmal ausprobieren. Das habe ich noch nicht gemacht, aber mit dem Saugen sind wir sehr zufrieden. Und die Fernbedienung packe ich jetzt mal wieder weg. Und euch packe ich natürlich den Link zu unserem Roland mal in die Infobox. Und dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Vielleicht habt ihr ja auch noch nicht den richtigen Staubsaugroboter für euch gefunden, der sogar auch putzen kann. Und wir haben mittlerweile kurz nach 12:30 und ich habe mir gerade hinten im Ankleidezimmer mal Klamotten geholt. Denn ich habe nachher einen Nageltermin, beziehungsweise meine Oma und ich haben einen Nageltermin. Denn meine Oma geht auch zum Nägel machen. Und dafür wollte ich mir jetzt schon mal Klamotten bereitlegen und mich gleich ein bisschen fresh machen. Meine Haare haben es eigentlich schon wieder nötig. Aber ich überbrücke den Tag heute mit Trockenshampoo und wasche die dann morgen wieder. Ich versuche im Moment nochmal, meine Haare nicht so oft zu waschen. Irgendwie klappt das aber nicht so. Ich habe bisher irgendwie noch nicht das Passende für mich gefunden. Ich weiß auch nicht warum. Also das klappt irgendwie alles nicht so ganz. Alle zwei Tage
muss ich eigentlich meine Haare waschen. Wie gesagt, heute überbrücke ich mit Trockenshampoo und dann sollte das eigentlich relativ noch gut funktionieren. Und dann fahren wir nach Herma. Mein Termin ist um 14:45. Wir wollten aber ein bisschen früher fahren, denn wir wollten noch kurz beim Kick anhalten. Jakob braucht eine neue Hose und er wollte da mal gucken. Da muss ich noch zur Sparkasse Geld holen für den Nageltermin. Ich habe überlegt, ob ich mein neues Stirnband anziehen soll. Das ist irgendwie so ein bisschen verflust oder ja, so, ich weiß nicht, wie man das nennt, weil wir haben nicht drüber nachgedacht und ich habe es in den Trockner geworfen. Also gewaschen habe ich es ja und das war okay, aber mit einem Trockner sieht man das. Ja, das ist irgendwie so flusenmäßig. Ich weiß es noch nicht, ob ich das anziehe. Ich wollte aber mal gucken, wie es aussieht auf jeden Fall. Dann fange ich jetzt mal an, mich fertig zu machen. Trockenshampoo, bisschen fresh machen und dann anziehen. Und jetzt sind die auf jeden Fall schon ein ordentliches Stück rausgewachsen. Und jetzt kriege ich wieder etwas Neues. Ich muss mal gucken, ich habe noch nicht so komplett den Plan. Ich habe jetzt so ein ja, dunkelrot-braun-Bordeaux mit so einem Glitzer. Und dann habe ich so ein ja, gelbliches Orange-Glitzer auf Ringfinger und Daumen. So mag ich das immer ganz gerne. Und ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen was Herbstliches haben. Und im November, wenn ich dann gehe, mache ich dann meine ersten Weihnachtsnägel. Machst du das schon wieder? Ich habe gerade mich eindeodoriert. Ach so, hast du das? Ja. Okay. Ich bin irgendwie ertappt, als hätte ich irgendwas Verbotenes gemacht. Zeig mal, was hast du an? Einen wunderschönen Fangirl-Pullover von den Buffalo Bills, dem besten NFL-Team der Welt. Okay. Eine Hose und Schuhe. Cool. Ich bin jetzt auch fertig. Ich sehe irgendwie heute aus, als würde ich auf eine Beerdigung gehen. Das war unabsichtlich. Unbeabsichtigt so. Du bist in Trauer, weil die Bills am Dienstag verloren haben. Ja, natürlich. Ja, ich habe auf jeden Fall hier dieses Oberteil an. Das geht so bis zur Hüfte und dann so ein bisschen weiter. Ja, so. Ihr wisst, was ich meine. Und ihr seht's ja. Das ist dieser Waffelstrick, den mag ich im Moment total gerne. Schwarze Leggings und meine neuen schwarzen Chucks. Ich habe meine Jacke, die grüne, die ich anziehen wollte, wieder weggetan und das Stirnband auch. Denn das ist doch ein bisschen zu warm mit dem Oberteil. Ich habe da noch ein Unterhemd drunter, weil ja, das mache ich meistens, damit es halt nicht so an den Nieren oder am Rücken zieht, wenn es draußen kalt ist. Aber ich werde jetzt nur eine Weste anziehen. Ich muss mir dieses Jahr auch nochmal eine neue kaufen. Ich hätte gerne so eine helle mit einer Kapuze. Mhm. So eine wie meine Oma. Die Frau ist echt viel alt, das Teil ist unterwegs. So. Oh. So. Und wir müssen mal gucken, der Anhänger ist vom Schlüssel abgegangen. Müssen wir den dran machen. Ich muss den hier reinmachen. Der neue Schlüsselkasten. Habe ich das schon gezeigt? Oder haben wir den gezeigt? Weiß ich nicht. Ja, meinen neuen Schlüsselkasten. Achso, ich brauche auch mal Leo vielleicht, aber... Wenn ich will. Übrigens habe ich das eben benutzt, das ist richtig geil. Ja? Mhm. Cool. Hast du noch nicht benutzt? Doch, einmal. Willst du die waschen? Ja, die muss unbedingt gewaschen werden. Ja, dann tue ich die sofort in den Waschmaschinen. Ja. Übrigens habe ich heute 3 Maschinen Wäsche gewaschen. Let's go! Oma, wir müssen dir was geben. Da? Bitteschön. Dankeschön. Du fandst das so schön, dann wollte ich dir das holen. Toll. Das ist schön, ne? Oh, super. Einen Ehrenplatz. Das ist auch echt schön. Es hat 15 Euro jetzt bei Teddy gekostet, hat meine Oma schön gesehen und die fand das richtig toll. Ganz toll. Jetzt sind wir wieder hier für Weihnachten. Das ist so super schön. Ja, und ich habe mir ein Körbchen gekauft. Meine Oma hat noch Teelichter und darunter sind noch Weihnachtssocken, also so Plüschsocken. Ja, die hätte ich lieber gehabt. Ja, ist klar. Die stand davor und wollte das unbedingt haben. Da gab es noch weiße von, aber ich fand das so schön, weil das so schön nach oben geht. Wetter schön. Oh, habe ich gerne gemacht. Oder wir. Ganz toll. Die Katze ist bekloppt. Du musst sie einfach nur rufen. Das sagt nur so eine Lady. Du hast echt einen Knall. Ist ja bequem, ja? Eventuell kann man es am Licht erahnen. Es ist schon ein bisschen später. Draußen ist es dunkel und wir haben 7:45. Es ist dann wohl doch ein bisschen später geworden. Meine Oma ist zuerst gegangen. Ich glaube, die kam so gegen 14:45 wieder raus. Und bei ihr geht das eigentlich immer ziemlich schnell. Ich brauche immer ein bisschen länger, weil wir auch immer so viel quatschen. Und ja, dann bin ich gegangen. Meine Nägel sehen jetzt so aus. Ich habe nicht
so viel gemacht. Einfach nur, ja, hier nur die Spitzen in so einem Grau. Und das andere ist so weiß Glitzer. Auf dem Daumen habe ich eine Fledermaus und hier so eine schwarze Katze, so ein bisschen für Halloween. Ich dachte mir, kann man mal machen. Auf jeden Fall haben wir dann noch bei meiner Mama gesessen, weil meine Mama halt in der Nähe wohnt von der Freundin, die uns die Nägel macht. Und ja, dann haben wir dann noch ein bisschen gequatscht und das hat alles ein bisschen länger gedauert. Und wir sind gerade im Moment die Türe rein. Wir haben auch noch nichts gegessen. Wir werden jetzt gleich schnell was zu essen machen. Meine Oma möchte nichts mehr. Die haben wir auch unten abgeladen. Wir haben ja noch die Sachen, die wir bei Teddy gekauft haben. Ich habe mir hier einmal so neue Weihnachtssocken geholt. Ich fand die ganz schön. Und dann einmal hier diesen Korb. Ja, 5 Euro bei Teddy. Die Socken haben 2 gekostet. Den wollte ich hier vorne in den Flur stellen, um da 1-2 Schals reinzutun. Ich habe zwar mehrere, aber ich benutze halt natürlich jetzt nicht immer alle jeden Tag. Und die ich aber benutze, wollte ich dann da reintun, damit die nicht immer da rumfliegen oder dann runterfallen. Und ich habe hier noch ein bisschen Haribo, weil meine Mama, die war vor ein paar Tagen mit einer Freundin in, ich meine Neuss hat sie gesagt, in so einem Haribo-Werksverkauf. Und da hat sie mir, oder hat sie uns jetzt was mitgegeben. Einmal dieses Haribo-Konfekt, das mag Jakob gerne. Und ich habe mir dieses Fantasia ausgesucht. Und dann hatte sie noch so 2 Eimer mit so Cola-Fläschchen. Das ist, also ist nicht sauer, sondern süß. Da hat sie mir welche von gegeben und auch diese Kirsch-Cola-Fläschchen. Ja, meine Oma, die hat Speck bekommen. Ihr kennt doch bestimmt dieses Mäusespeck oder wie das alles heißt. Wir wollten eigentlich Pommes mit diesen Zigeunerbällchen machen. Ich hatte sowas nämlich noch eingefroren. Schatz, sind die Zigeunerbällchen hier oben? Ja. Ja, die hatte ich noch eingefroren. Die hatte ich irgendwann mal, hatte ich die mitgenommen irgendwo. Und ja, das sind einfach so Hackbällchen in Zigeunersoße. Die wollte ich machen, eigentlich mit Pommes. Ich denke, wir machen aber einfach nur irgendwie Nudeln oder so dabei. Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt irgendwie noch großartig viel zu machen.